Wir werden nicht. Ach, wir haben es nicht. Wir haben jetzt noch nicht die Wurst gegessen. War nicht klug. Natürlich wird's Nacht. Es könnte auch nicht anders sein. Aber wir sind schon da. Wir wurden noch nicht mal überfallen. Du wirst nicht den Rest der Rest bis zum Punkt so langsam gehen, oder? Nein. Brav. Ich höre nur Fackelgeräusche. Mach die Fackel an. Energie noch genug, alles klar, Nahrung. Gönn dir die Räucherwurst, bevor sie schlecht wird. Und dann warten wir jetzt mal bis Tagesanbruch. Und dann gehen wir mit den Schmieden erstmal reden. Erstmal die anwerben. Bevor wir uns unser Getreide zu unser Getreidezufluss kümmern. Wir müssen schauen. Ich möchte eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden ich eher haben möchte. Ein Metzger oder ein. Ja. Also ein Metzger oder ein. Bäcker. Genau, da war das Wort. Richtig schwieriges Wort. Wir müssen schauen, was sich wie am besten lohnen wird. Wenn wir das Ding, wenn wir die Erweiterung zusammenrechnen, weil wir wissen, dass wir nur eine Erweiterung installieren können. Ich kann mir vorstellen, dass Fleisch etwas mehr gibt. Pack die Fackel weg. So, wir haben eine voll aufgewertete Rüstungsschmiede. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns jetzt einfach hochkant rauswerfen wird, wenn wir ihn fragen. Otto! Hey! Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Meister Schmied! Ich habe ein Angebot für dich. Was? Nachdem du diesen Preller Zach unterstützt hast? Vergiss es. Habe ich mir gedacht. Zach! Vitus wollte doch seine eigene Schmiede aufmachen. Können wir den dir vielleicht abwerben? Ja! Der war das? Alles ja. Zu spät. Egal. Er kriegt jetzt noch nicht in Sasu seine eigene Schmiede, aber Pribislavitz ist eine wunderbare Rüstschmiede jetzt. Da ist ja. Ein wunderbarer Platz. Oder du kommst selber mit und überlässt. Na, ja. Ich glaube, ich will eigentlich hier den Vitus haben. Ich hoffe, wir können Vitus nehmen. Ja. Ansonsten könnte er sozusagen mitkommen und seinem Sohn seine eigene Schmiede überlassen. Aber das wäre ziemlicher Arsch. Ja. Vitus! Tüte. Grüß Gott. Du bist wertlos. Sag. Es ehrt mich, dass du zu mir. Ich möchte dir etwas vorschlagen. Hast du von Pribislavitz gehört? Oh ja, ich habe davon gehört. Was willst du? Schmied. Ich baue als Vogt das Dorf wieder auf. Hallo, Heinrich. Wir haben gerade die Rüstungsschmiede fertiggestellt und brauchen einen fähigen Schmied. Meinst du mich? Die schickt der Himmel. Wird Zeit, das Geschäft meinem Jungen zu übergeben. Nur bin ich nicht bereit, den Hammer niederzulegen, solange ich noch bei Kräften bin. Schmieden ist mein Leben. Und dein Angebot? Nun, wie kann ich da Nein sagen? Also nimmst du mich?
wenn du dafür bezahlst? Wir können ihn gerade ohne weiteres überreden. Und wenn wir das können, tun wir das. Ich ziehe es in Betracht. Ich muss dir aber sagen, es gibt genug andere, die dich bist so ein Lügner, Heinrich. Es ist sogar ein Rüstschmied den ganzen Weg aus Kuttenberg gekommen, der mir viele Groschen geboten hat. Ach, du willst doch nicht etwa einen Fremden nehmen. Ich habe fürs Alter ein bisschen Silber zurückgelegt. Es gehört dir, wenn du mich nimmst. Bitte sehr. Danke. Schön, dass du für mich arbeiten willst. Hab Dank, Meister Vogt. Ich werde mir deine neue Schmiede anschauen. Oder besser meine, richtig? Mach's gut. Hey, ich bin so ein Arschloch. So, Vitus, deine eigene Schmiede, was willst du tun? Ach, mach's wertlos. Gut. Da sehe ich noch einen Aktivitätengeber. Ach ja. Ja. Du. Bauerngehilfe. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Willst du was von mir? Oh ja. Du siehst mir wie eine aus, der schon so einiges erlebt hat und nichts gegen Arbeit einzuwenden hat, die nicht ganz ehrlich ist. Das ist bisher immer nach hinten losgegangen. Worum geht's? Ich brauche einen, der weiß, wie man Taschen leert. Gibt natürlich eine Belohnung. Das ist das letzte Mal ganz nach hinten losgegangen. Dann bist du ja genau auf den Richtigen gestoßen. Wen soll ich für dich ausrauben? Es gibt da so einen Bauern im Handwerkerhof. Er beliefert das Kloster mit Gemüse und verdient damit ein Vermögen. Hab eine Weile für ihn gearbeitet, aber dann hat er mich rausgeworfen, ohne zu bezahlen. Ich möchte, dass du das Geld stiehlst, das er mir schuldet. Und auch einen Beutel mit einem Amulett vom Kräuterwald. Der ist so abergläubisch wie eine alte Vettel und wird durchdrehen, wenn es weg ist. Klingt ziemlich einfach. So einfach ist es nicht, sonst würde ich's ja selber machen. Der Scheißkerl traut niemandem und schaut ständig über seine Schulter. Wenn du den Beutel und das Silber klaust, kannst du die Groschen behalten. Alles Gute. Danke fürs Speichern. Das spart uns einen Schnaps für später. Gaul, weiter unterwegs sein. Ja, das tun wir aber nicht jetzt. Ja. Das letzte Mal wurde eine ganze Bornfamilie ermordet. Ja. Und das nur wegen einer 20 Jahre wütenden Hure. Was will man machen? Ja. So, fragen wir beim Vogt mal nach Getreide. Wir brauchen übrigens bald mal einen Schnaps. Tausend haben wir wieder. Wir machen wieder das Geld ohne Ende. Ja. Vogt. Von Vogt zu Vogt hier. Wir können doch darüber reden. Ich hoffe. Ja, das kannst du vielleicht. Ich will Getreide kaufen. Getreide, sagst du? Ganz recht, guter Mann. Ich brauche Vorräte für das Dorf Predeslawitz. Mir untersteht dort der Wiederaufbau. Nein, sowas. Herr Dirwisch macht also tatsächlich ernst. So ist es. Tja, also mir soll's recht sein. Wie viele Schäfe sollen es denn sein? Ich brauche Futter für mindestens 10 kräftige Pferde. Und Weizen für den Bäcker. Er muss für das ganze Dorf backen. Das lässt sich machen. Allerdings musste ich Sasor dafür zur Kasse bitten, weil unser Lehnsherr dadurch nicht unerhebliche Vorratsmengen verliert. Ich verstehe. Was sagt er? Hast du denn jemanden für den Transport? Ja, wir haben Händler. Ein Händler wird das für mich übernehmen. Das wäre der Preis. Können wir vielleicht über den Preis reden? Das wird wohl nichts, Heinrich. Hier muss alles seine Ordnung haben. Das ist nun mal der Preis. Das wäre der Preis. Können wir es irgendwo günstiger bekommen? Das ist die Frage. Sekunde. Das ist ein bisschen zu viel. Schlag ein oder lass es. Wir können ihn später danach wieder auffangen. Wir gehen jetzt mal unsere Angebote durch, bevor wir hier auf die Idee kommen, die Leute irgendwo anzunehmen.
Ich habe das Gefühl, wir kriegen es aber relativ günstig. So, Vieh. Dann finden wir auch raus, was das Vieh hier kostet. Ja. Willkommen, Heinrich. Bei I ist das. Okay. Ja. Ja. Metzger. Grüß dich, werter Ritter. Wie kann ich dienen? Brauchst du eine helfende Hand, Fleischermeister? Natürlich hat er das. Ich verstehe. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich soll wildern gehen? Ich wildere nicht. Alter, wie der... Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Na schön, dann mache ich mal einen Spaziergang und wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu dir. Gott sei mit dir. Meine Güte, bist du nutzlos. Ich muss Vieh für Prebislawitz auftreiben. Kannst du mir helfen? Gewiss doch. Wie ergeht es den Menschen dort? Oh, sie kommen zurecht. Das freut mich sehr. Ein Freund von mir lebt dort. Jona, kennst du ihn? Tut mir leid, sagt mir nichts. Ich kenne noch nicht jeden. Er ist sehr geschickt mit allerhand Sachen. Körbe kann er gut flechten. Nein, sagt mir immer noch nichts. Egal, ist auch nicht so wichtig. Ist bestimmt alles nicht leicht. Dafür aber sicher umso aufregender. Ich habe selbst schon darüber nachgedacht, dorthin zu gehen, weißt du? Aber mein Platz ist hier. Tja, weswegen bist du nochmal hier? Jemand muss unser Dorf mit Vieh versorgen. Ah, richtig. Hast du jemanden, der es ins Dorf bringt? Ein Händler wird das Vieh ins Dorf schaffen. Gut, er soll zu mir kommen. Das wäre der Preis. Ich weiß, ist nicht gerade billig, aber dafür habt ihr dann zartes Fleisch, das sogar eines Bischofs würdig wäre. 50. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt als viel gilt oder nicht. Nein, das ist zu teuer. Billig ist's nicht, ja. Aber für weniger kann ich dir solch gutes Vieh nicht geben. Sonst ruiniere ich mich. Ah, dann muss ich zusehen, dass ich anderswo fündig werde. Dein gutes Recht. Wir können die Werbung ankaschen. Ich komme wieder. Hast du jemanden, der ist... Ein Händler. Gut, das wäre der... Ich weiß, es... Es bleibt also dabei gut. Nein. Gut, Gespräch beenden. Wir haben hier 50 und 120. Kümmern wir uns jetzt zu Getreide und folgen dieser Spur sozusagen. Und erstmal hier, das hier kann ausgemacht werden. Bei Samutbash können wir noch wegen Getreide nachfragen. 120 haben wir momentan dort. Ledetschko-Vieh, Rateis-Vieh und Uschitze ist auch Getreide. Zuerst noch Samutbash. Wir noch ein bisschen Getreide aus und danach gehen wir nach Uschitze und finden da Dinge heraus. Und wir merken uns einfach die 20 Getreide, die 50 fürs Vieh aus dieser Region. Wir sind gerade bei 120 fürs Getreide. Mal schauen, ob wir es unterbieten können. Wir müssen immerhin eine ganze Dorfbilanz aufrechterhalten. Zapf mir ein Bier. Vogt, mit dir wollte ich ohnehin zu noch zu deinen Diensten, Herr Ritter. Getreide für Prebislawitz. Hast du Getreide? Brauchst du es für dich selbst? Es ist nicht für mich, sondern für die Leute in Prebislawitz.
Sie müssen versorgt werden. Und was hat das Ganze mit dir zu tun? Herr Divish hat mich beauftragt. Du sollst Getreide für ihn schleppen? Nein, Gott, das macht er mich fertig. Ach, ist doch auch egal. Verkaufst du etwas? Also von mir aus gerne. Ich kann etwas Getreide entbehren. Wie viel brauchst du denn? Ich brauche Futter für mindestens 10 kräftige Pferde und Weizen für den Bäcker. Er muss für das ganze Dorf backen. Respekt, du musst ein vertrauenswürdiger Fuhrmann sein, wenn der Lehnsherr dich damit beauftragt. Ja, das bin ich. Der Typ ist so dicht. Wie willst du es überhaupt transportieren? Ich habe eine Übereinkunft mit einem Händler getroffen. Ich kann etwas Getreide erübrigen, aber das kostet dich was. 80. Glaub mir, günstiger kriegst du das Getreide nirgendwo. Wer weiß, glaube wer dir. Weiß. Wie du meinst. 80 ist wirklich schon ausgesprochen günstig. Verglichen mit den 120, die wir sonst bezahlen müssten. So, was sagt Uschütze? Wer überfällt uns jetzt? Und wie langsam wird Heinrich müde? Das geht nicht, dann müssen wir ihn gleich ausruhen lassen. Ansonsten geht das auf die Ausdauer. Heinrich wird jetzt schon müde, fällt mir gerade auf. Aus welchem Gebüsch kommst du gesprungen? Zeig dich. Gesindel. Manche Bogenschützen spielen. Ey, wo kommst du jetzt her? Oh, ich mein kaputt. Lass das. Das war daneben, schade. Ey. Wer hat die Hoffnung zuzuschlagen? Wieso kriegen deine Gegenangriffe niemals pariert? So, du mich auch. Gnadenstoß! Jetzt kostet meine kleine Nackenmassage. Den leihen wir uns mal, das stört dich nicht, oder? Oh, ein bisschen Dörrfleisch. Ein paar Groschen. Eine nette Räucherwurst, aber die lassen wir diesmal zurück, weil wir die niemals essen werden, bevor wir wieder hungrig sind. Groschen. Und da ist noch so ein Säbel, nicht wahr? Ja, den kann man auch mal leihen. So, deine Kiste. Ist natürlich leer. Was hätte man sonst erwarten wollen? Gaul, lass mich aufsetzen. So, statt nach Uschütze zu gehen. Reisen wir dann zuerst einmal zu einem Bett, das uns gehört. Da müssen wir gleich wieder richten. Dann reisen wir zurück nach Pribislavec und richten da mal. Und danach legen wir uns schlafen. Und dann gehen wir nach Uschütze und fragen da nach Getreide. Da braucht er eine Weile, weil es eine Ansiedlung mit Leuten ist. Wir sind jetzt gerade bei 120 und bei 80. Wanderer, untersuchen. Immer untersuchen. Komm, Rätseltyp. Rätseltyp! Was hast du jetzt schon wieder angefasst? Und es kann nichts schief gehen. Ah, du schon wieder. Was ist denn? Du siehst wie ein Weib. Und so jemand. Es ist so. Und dieses Wissen? Ja, komm. Gib die Karte. Gib die Karte her. Wir haben es ausgezeichnet. Es kann nichts schief gehen. So. Gaul. Bring mich nach Pribislavec. Ja, ich kann schnell reisen und das werde ich tun. Ob du willst oder nicht, Spiel. Heinrich müde, Heinrich muss schlafen.
Ein Überfall. Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen töten. Wir können natürlich keine Banditen in unseren Wäldern rumrennen lassen. Wir hätten einen Hahnschreitrank gebrauchen. Haben wir einen? Attentäter, was? Das alte Weib setzt einen Attentäter. Was ist los? Sekunde mal. Was, wenn ich mich hier gebe? Komm her, du Weichei! Hey, was wenn... Mehr hast du nicht drauf? Okay, ich kann mich nicht ergeben. Tut mir leid. Spiel sagt nein. Mehr hast du nicht drauf? Kann ich mich jetzt ergeben? Nö. Wer zum Geier bist du? Verdammt! Warum bist du des Wahnsinns? Und warum bist du so unglaublich gut mit deiner verkackten Axt? Los, greif an. Wag es. Ich dreh dir den Hals um, du Hund! Verdammte Scheiße! Lass das. Nervenpack. So, Groschen, natürlich hat der billigen Wein dabei. Einen unbekannten Trank. Und eine Axt, die ich mir kurz mal leihen werde. So, wir wollen zurück in unser schönes Rathaus hier. Das können wir auch einfach so machen. Ja. Kein Grund für den Ladebildschirm. Pfeifen wir uns zuerst mal jetzt gleich hier noch einen Schnaps rein, bevor wir handeln, bevor wir richten oder danach? Ja. Wir pfeifen uns vorher einen Schnaps rein. Wie viel haben wir eigentlich noch? Ich hätte niemals gedacht, dass unser Schnaps mal leer gehen könnte. Ja. So, richten wir mal. Was wurde jetzt schon wieder angefasst? Guten Tag, Meister Vogt. Hallöchen. Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die Lama Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Oh Gott, was hat sie getan? Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass sie sich in das Geschäft des Kräuterweibs einmischt und alle möglichen Salben und Tränke anbietet. Was spricht dagegen? Das ist alles Schwindel und Betrug. Diese Hexe gehört verbrannt. Was hat ihr angefasst? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser, Kräutern und Schweineschmalz. Woher weißt du das so genau? Hast du ihre Sachen selbst ausprobiert? Ich? Warum sollte ich? Das wäre ja eine Sünde, oder nicht? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Schon. Nur Kräuter? Also sind das keine Hexentränke, sondern nur Kräuter. Genau, sie betrügt. Aber sie wirkt Zauber, das schwöre ich. Was für Salben und Tränke? Um was für Salben und Tränke handelt es sich genau? Das Übliche, gegen Kopfweh und Weiberschmerzen und dafür, dass die Kühe mehr Milch geben. Was habt ihr angefasst? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan, sonst wärst du ja nicht hier. Sie hat meine und ihre Hühner verhext. Meine legen keine Eier mehr, ihre doppelt so viele. Meinst du das ernst? Ich schwör's bei der heiligen Mutter Gottes, sie hat die Hühner verhext. Ich denke mal... Sie hat meine... Zauber und Hexenkunst. Das sind sehr schwere Anschuldigungen. Ich vergeude mit so einem Unsinn nicht meine Zeit.
Ich dachte, die Leute in deinem Dorf würden dir am Herzen liegen. Aber da lag ich wohl falsch. Guten Tag. Dorfkräuterweib. Okay, dann laden wir mal neu. Jetzt kriegen wir schon wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich will die andere Perspektive hören, verdammt. Ich dachte halt, es wäre... Okay, wir können also auch beschließen, nein. Wir schaffen... Es gibt noch eine unangenehme Angelegenheit. Okay, nicht so unangenehm. Das musst du entscheiden, Meister Vogt. Ach so. Lass mich raten. So ist es. Eigentlich sollte der Lehnsherr selbst über sie richten. Welche Option? Du kannst die Wilderer... Wie entscheidest du dich? Wer mahnt sie? Wir beschlagen... Kluge Entscheidung. So, Wildereiverbot. Jetzt finden wir raus, was aus unserem Budget sozusagen verursacht. Die Sachen kommen also zu... Es ist also zufällig, welches Richterort... Welche Richtprobleme hier ankommen. So, was ist das Budget? 70 machen wir gerade. Wildereiverbot? Spielt das irgendwo eine Rolle hier? Was sind unsere Ziele? Also da, Rathaus. Wildereiverbot minus 10, verstehe. Ich verstehe, das geht also auf die Rathauskosten. Schlafen speichern. Haben wir uns verdient. Gut, länger als 12 Stunden können wir nicht pennen. Pennen wir halt 12 Stunden. Spiel gespeichert, das ist auch erfreulich. Oh, schade. Dann warten wir mal bis 7 Uhr oder so. Wir müssen dort neuen Schnaps schaffen. Unser Rathaus braucht dementsprechend definitiv einen Alchemielabor. Und wir brauchen Zugriff auf unsere eigene Kiste. Warum haben wir den nicht hier? Das wäre exorbitant wichtig. So, noch ist hier nichts los. Was machst du denn hier? Ich glaube, die betrügt hier rum. So, wir machen gerade ein positives Budget. Ausgebautes Rathaus, 9000 wird es uns kosten. Generiert minus 425. Aktuell sind es... Ah, ich verstehe. Es würde noch eine ganze Menge mehr generieren an Kosten. Ein Alchemietisch und ein Kräutergarten. Wir können uns entscheiden, was wir haben wollen. Und was wir haben wollen, ist der Alchemietisch. Das ist ganz klar. Ist praktischer für uns. So, die Kirche. Okay, Altar und Fresken. Wir können eins von beiden setzen. Ich glaube, wir wollen zuerst die Fresken haben. Das heißt, wir gehen zum Freskenmaler und fragen den, ob er vielleicht uns helfen kann. Oh. Weil wir Rüstspiel Sach drin haben, kriegen wir noch ein bisschen Geld hier. Noch ein bisschen mehr Geld hier aus unserem Dingenskirchen hier raus. Nett. So, dann schauen wir, können wir erstmal schauen, worauf wir uns bewegen wollen. Also, Honigkuchen oder Trockenschuppen können wir offenbar anlegen. Damit kommen wir auf, also eins von beiden kommen wir hin. Trockenschuppen würde der Bäckerei mehr Geld geben. Und Backwaren für die Schenke gäbe es auch noch. Die Fleischerei, da können wir noch eine Räucherkammer dran setzen.
und kämen dementsprechend auf, ja, auf ein bisschen mehr Geld. Und Fleisch für die Schenke gibt es auch mehr. Fleisch bringt uns offenbar mehr Geld ein. Schenke, wo haben wir dich? Da. Brauerei. Okay, Würfelspiel ist offenbar... Würfelspiel, ach, Würfelspiel können wir setzen. Brauerei nicht. Wir können dann entscheiden, ob wir eine Brauerei oder Würfelspiel drin haben wollen. Eine Brauerei produziert 300 mehr, ein Würfelspiel 200. Fleischbankett 70, köstliche Backwaren 50. Bienenstöcke. Die zu bauen könnte sich lohnen, aber wie viel Geld liegt noch drin? 1300, das hält für eine Weile. Wie schlagen wir uns? Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht. Klar. Die Handwerker müssen mehr leisten. Klar. Immerhin regnet es nicht mehr in die Kirche. Wir sind auf dem Richt. Verstehe. Okay, er gibt nur unseren Status für unsere normale... für unsere Hauptaufgabe an. Da hier gerade alles in Ordnung ist. U-Schätze. Wir merken uns übrigens, dass wir immer noch bei 120 und 80 sind. Mal schauen, ob Uschitz das unterbieten kann. Wenn nicht, dann nicht. Ich dachte schon, jetzt will uns direkt wieder jemand überfallen. Zeit für ein bisschen Mord. Können wir den Laden eigentlich noch aufwerten? Was passiert da hinten gerade schon wieder? Das nennst du kämpfen? So, wer gehört zu wem? Das Bandit? Das ist eine Freude! Kunda! Okay, alle hassen sich gegenseitig und jetzt hassen alle uns. Das ist nicht günstig. Komm schon. Wie sind wir hergekommen? Ich bin hier drüben. Was denn ich sag's? Meine Gebete wurden okay, erhört. Wir haben gewonnen. Verstehe. Gerade wollte ich meine Wut jetzt an jemandem auslassen. Das wird eine Freude. Lass das. Du wirst leiden. Ja, ich möchte euch in Kapital verwandeln, also... Hätte ich mein Pferd vorher leer räumen müssen, fällt mir gerade auf. Fahr dich da! Okay, der gibt gleich auf. Das müssen wir unbedingt forcieren. Kluger Mann. Komm her, du Weichei. Aber du kommst nicht. Kein Überlebenden, Freund. Geh aus dem Weg, ich will gerade deinen Kollegen töten. Wärst du nicht drauf? Komm und hol's dir. Lass das. Jetzt kommt ihr mir ja noch. Ihr habt euren Freund gerettet, dafür müsst ihr leider alle sterben. Der hält ein bisschen was aus. Was ist los? Komm der schon. Hat sogar noch eine schwere Rüstung. Abgesehen vom Helm. Das wird eine Freude.
Weißt du, haben wir zu wenig geklincht? Da haben wir schon zu wenig geklincht. Ich bin Stück. Nein. Lass das. Ich schlachte dich ab. Jetzt ein Schädelbrecher wäre nicht schlecht. Lass das. Bald daneben. Das nennst du kämpfen? Lass das. Jetzt bald die Knie bekommen, was? Lass das. Du Elendiger! Stell dich mal von hinten an. Du hast bloß Glück. Die flankieren uns ganz gut gerade. So, was mit dir? Ach, du lebst noch. Hast du gerade meinen Meisterschlag unterbrochen? Ist das dein Ernst? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was ist los? Komm schon! Au! Hört auf damit! Es gehört sich nicht! Aua, aua! Lass das! Geh erst mal da hinten und überleg doch mal, denk doch mal drüber nach. Das nennst du kämpfen? Verdammt! Das kann ich auch. Her, du Weichei! Verflucht! Au! Mehr hast du nicht drauf! Können wir eigentlich beim Anlegen noch das Ziel wechseln? Schade. Das wäre praktisch. Dann können wir sozusagen den einen mit dem Stich bedrohen, den anderen dann erstechen. Hast weiche Knie bekommen, was? Wir können doch keine Kombo machen. Das ist Hey, lass das! Oh je, hat das weh! Ich schlachte dich ab! Du legst dich hin. Dein Freund übrigens, mehr guck mal. Hast du nicht drauf? So. Du wolltest spielen? Jesus Christus! Ja.